Hallo Freunde und willkommen zu einem neuen Part Diablo 3. Und jetzt ist hier sogar das Wetter noch schlechter geworden. Gewitter mit Blitzen und Donner. Echt kacke. Und in der Zwischenzeit habe ich tatsächlich den Wahlmodus aktiviert. Bedeutet, wir können jetzt unsere Skills auf eine beliebige Taste legen. Und jetzt kann ich gleichzeitig die arkane Kugel benutzen. Und habe aber auch diese magischen Geschosse hier, die Arcane Missiles. Das ist ziemlich cool. Und das ist der Grund, wieso ich das überhaupt erst aktiviert habe. Weil ich diese Arcane Missiles ziemlich cool fand. Die haben ordentlich Schaden reingeballert. Obwohl... Nee, ich glaube, die Tastenbelegung ist so in Ordnung. Ich war gerade am Überlegen, ob ich die zwei tauschen sollte. Also, dass ich auf Rechtsklick die Missiles habe. Aber ich lasse es erstmal so und teste das erstmal so ein bisschen. Und wenn es kacke ist, dann ändern wir es halt wieder. Das kann man ja zum Glück jederzeit ändern. Waldwesen einfach nur. Denn diese arkanen Geschosse, die machen richtig viel Damage, ey. Wer auch immer ihn getötet hat, muss ganz in der Nähe sein. Vielleicht in dieser Höhle. Aasfresserhöhle. Ist das ein optionaler Dungeon? Das riesige, schwerfällige Biest. Gedeiht im Grasland oder im Wald, wenn es dort genügend Wasser gibt. Bauern erkennen diese Monster als wilde Verwandte der gemeinen Masttiere. Eine zahme Züchtung, die vermutlich vor 2000 Jahren domestiziert wurde. Man kann sich kaum vorstellen, wie das bewerkstelligt wurde. Also der Schreiber hier, der zieht das ja alles so ein bisschen ins Lächerliche, ne? Wie ich vor einiger Zeit enthüllte, waren die Khazra oder Ziegenmenschen ursprünglich menschlich, bevor die Wiscerei sie verdarben. Viele Jahre lang waren diese Kreaturen von einfacher und träger Natur. Diese Tage sind vorbei. Weithin wird von Angriffen durch die Khazra berichtet und die Anzahl der Todesopfer übersteigt alles andere in meinen Notizen. Dann mal rein in die Aasfresserhöhle, nachdem wir jetzt alles außerhalb erkundet haben. Vielleicht gibt es hier ja was richtig Cooles. Ist das jetzt wirklich ein optionaler Dungeon? Das wäre nämlich sehr interessant. Hier ist Gegnerschaft, die aber keine Chance gegen uns hat. Das sind immer die besten Gegner. Was ist hier? Ach, die graben sich ein in der Erde, so wie dieses eine Baby aus Fringe. Blutbeschmierte Truhe, da ist was richtig krasses drin. Ne, nur Gold. Knappe 100 Gulden. Bin gespannt, was es hier so in dieser Höhle zu finden gibt. Ob es hier tatsächlich einen riesigen Schatz gibt am Ende? Das wäre doch was, wo ich mich hier mit anfreunden könnte mit dieser Vorstellung. Diese Kreaturen werden nicht leicht zu besiegen sein. Bist du dir da sicher? War eigentlich ziemlich leicht. Abenteuerliche Kriegsaxt. Ja, erst beschweren und dann... Naja. Okay, Zweihand ist für mich schlechter als mein bisheriges und mein Freund kann das nicht benutzen. Deswegen belasse ich es erstmal bei der aktuellen Ausrüstung. Aber eine Sache würde ich ehrlich gesagt gerne ändern. Ihr habt volle Gesundheit. Ach so. Ich möchte trotzdem eine Sache ändern. Und zwar in den Optionen. Ich möchte die Steuerung, wenn das bitte geht, so einstellen, wie sie bei League of Legends ist. So dass die Fähigkeiten nicht mit 1, 2, 3, 4, sondern mit QWER benutzt werden. Tränkeschaltfläche. Die muss ich jetzt aber neu belegen. Und das lege ich dann auf die 1. Okay, ist das ein guter Deal? Bewegungen erzwingen? Weiß nicht mal, was das bedeuten soll. Okay, zum Spiel zurückkehren. Jetzt habe ich das auf QW und so. Das ist doch schon viel geiler. Da kommen meine Finger viel besser ran, sind besser gewöhnt daran. Brunnen der Reflexion. Auch gut. Bekommen wir mehr Erfahrung, wenn wir hier Gegner noch finden. Ein paar Gegner haben wir gefunden, aber das war jetzt nicht so sonderlich viel. Ob dieser Erfahrungsbonus eigentlich auch für abgeschlossene Quests gilt? Das weiß man nicht, ne? Das weiß leider keiner. Zumindest ich weiß es nicht. Okay, das hier führt nur wieder zurück zum Eingang. Ich möchte gerne hier diesen Weg nochmal weiter erkunden. Vielleicht ist da ja die Truhe. Die Truhe, die so geil ist. Oder ein Buch zum Lesen. Oder einfach Gegnerschaft. Oh, es geht weiter in die nächste Ebene. Aasfresserhöhle Ebene 2. Dann mal rein da.
abenteuerliche Ledermantelung. Das waren schon goldene Gegner und die waren trotzdem kacke. Ah, ein Schulterplatzding, wovon ich noch gar nichts habe. Das nehme ich doch gerne mit. Ah, ich habe hier noch mehr Gegner gesehen und die kommen nicht ungeschoren davon. Ja, das halte ich auch für eine lächerliche Idee. Noch einen schönen Buff bekommen. Oh, die prächtige Truhe. Das ist es, wieso wir hier rein wollten, glaube ich. Mal gucken, was sich da drin befindet. Okay, da geht's dann gleich noch weiter. So, was haben wir denn hier alles Geiles? Erstmal alles einsacken und dann analysieren. Lauf mal ein bisschen weg. Armschienen. 12 Leben pro Treffer. Und Erfahrungspunkte. Ich behalte meine. Seltene Schulterstücke direkt. Aha. Life Rack. Ressourcenkosten. Ressourcenkosten klingt sehr geil. Mehr Gold und Dornenschaden. Ich nehme die. Und ein Kopfschutz. Mit mehr Intelligenz, mehr Vitalität, mehr Leben pro Treffer. Und ein bisschen weniger Erfahrung. Aber trotzdem durchaus besser als meine jetzigen. Deswegen nehme ich die Verteidigergerechtigkeit. Zack. Sind wir wieder ein bisschen besser. Regeneriert sich mein Leben eigentlich selbst? Ja. Aha. Das ist das erste Mal, wo mir aufgefallen ist, dass mein Leben nicht auf 100% steht. Schwere Stiefel des Bären. Alter, man bekommt hier so viele Items. Das ist so cool. Man kann immer wieder nachgucken, ob es was Neues, Krasses gibt. Die sind sehr defensiv ausgelegt. Hm, soll ich die nehmen? Hm. Nö, ich mag das Life Rack und die Intelligenz auf meinen jetzigen eigentlich auch ganz gerne. Deswegen behalte ich die, die ich bisher habe. Aber es ist immer gut, ein paar Ersatzstiefel dabei zu haben, falls man sich mal den Absatz abbricht oder so. Das sind ja die Probleme hier, die Zauberinnen so an sich haben. Da oben hat was geblinkt. Da blunk etwas. Das ist Blinky Bill. Blinky Bill blinkt verwunderlich. Felder des Elends. Ach, da werden wir wieder herausgeportet. Aber gut, wir haben ja eine prächtige Truhe gefunden, wo wir auch ordentlich Items abgegrast haben. Aber eigentlich sollten wir hier ja nach der Höhle der Khazra suchen. Und das war scheinbar nicht die richtige. Mal gucken. Aber die finden wir bestimmt auch noch. Krieger des Mondclans. Und wilde Bestie. Also der Name trifft irgendwie auf jeden Gegner hierzu. Ah, guck mal, Höhle der Khazra. Ja, dann mal rein. Rein da. Oh, das sieht ja schon sehr einladend aus hier. Mit Knochen und solchen Kochtöpfen. Höhle der Khazra. Ich hoffe, hier werden keine Menschen gekocht. Ich bin nämlich Mensch. Und das würde ich nicht gutheißen können, sowas. So, gibt's hier hinten noch was? Ein Dorfbewohner. Der hat aber nur Gold dabei. Na Gott. Kann er eh nichts mehr mit anfangen? Das. Wow! Was war das für eine Falle? Alter. Also wir können mit dem Gold mehr anfangen als er, denn er ist dead. Ein dunkler Zirkel hat sich in Tristram gebildet. Und die tötet sie! Oh Mann, der hat das jetzt direkt abgebrochen. Den schönen Informationstext, das ist ja ärgerlich. Wer ist denn Magda? Magie wie der Fremde. Wer bist du, dass du das nimmst, was mir gehört? Euch gehört? Ich glaube, ihr täuscht euch. Dennoch, ich beanspruche es. Ich bin Magda und ich führe diesen Zirkel. Das Bruchstück ist mein. Fahr zur Hölle, Hexe. Dann soll es so sein. Lass die Spiele beginnen. Ich hätte gerne noch das Wissen mir angehört, aber das ging gerade nicht. Die Schaltfläche ist inzwischen schon verschwunden. Gut gekämpft. Aber du wirst niemals das nächste Bruchstück in die Hände bekommen. Es ist dort niedergegangen, wo nur die Uralten wandeln dürfen. Sie ist verschlagener, als man es von ihr erwartet. Eine neue Rune für das magische Geschoss? Gletschernadel zaubert einen Eissplitter herbei, der beim Auftreffen explodiert, gegen einen Umkreis Waffenschaden zufügt und eine Sekunde einfriert. Hm, aber ich mag den Schockimpuls so gerne. Deswegen gebe ich dem nicht mal eine Chance. Guck mal, da haben wir das erste Schwertbruchstück gefunden. Das können wir zurückbringen, aber ich dachte, es gibt 3 Stück davon. Ich möchte erstmal noch die Höhle hier ein bisschen weiter erkunden, denn ich glaube, hier kann man noch einige Schätze bergen. Zum Beispiel hier, diese Truhe. Aber da ist nur Gold drin.
Gibt's hier sonst noch was Interessantes vielleicht? Dass ihr mir im Kampf gegen die Dunkelheit beisteht. Sich gegen das Böse zu stellen, ist die Essenz des Daseins als Templer. Es gibt so viel mehr in diesem Universum. Ah, noch eine Truhe. Gut, dass ich hier nochmal rumgeguckt habe. Abenteuerliche Fellhandschuhe. Sind die wirklich abenteuerlich? Leben pro Treffer und plus 4 Erfahrung. Meine haben mehr Intelligenz, ne? Ich glaube, ich behalte die, die ich jetzt habe. Wir sollen zurück nach Kane. Dann teleportationieren wir uns mal zurück in die Stadt und labern mit dem alten Sack. Und holen uns mal seine Meinung ein. Lassen wir von ihm unseren Pokédex bewerten oder so. Wir sind nicht die Einzigen, die das Schwert haben wollen. Das erste Bruchstück musste ich einer Hexe namens Magda und ihren verrückten Lakaien wegnehmen. Onkel Deckard, das hört sich an wie die Kultisten, von denen du mir erzählt hast. Sehr gut, Lea. Du hast aufgepasst. Fremder, hilft irgendetwas davon eurem Gedächtnis auf die Sprünge? Ich erinnere mich nicht an diesen Zirkel. Aber ich spüre, dass ihm ein weitaus dunklerer Schatten die Hand führt. Unheilvolle Reisemaske der Dornen. Mhm. Aber ob die wirklich gut ist, das erfahren wir jetzt. Ich glaube nicht. Ich glaube, sie suckt. Sie suckt balls. Magda wollte mich verspotten. Sie sagte, sie wüsste, wo das nächste Bruchstück ist. Es sei an einem Ort gefallen, den nur die Urahnen betreten dürfen. Das erinnert mich an den überfluteten Tempel in der Nähe der schwerenden Wälder. Weißt du noch, wie du mir davon erzählt hast, Onkel? Exakt, Lea. Er war einst ein Tempel der Nephalem. Lea, dein Wissen könnte von unschätzbarem Wert sein. Du musst mit unserer Freundin hier gehen und ihr helfen, das Schwertbruchstück zu finden. Die Nephalem waren in uralten Zeiten Menschen mit fantastischen Mächten. Die Legenden erzählen, dass sie in der Nähe des Tempels eine schreckliche Schlacht schlugen und dass ihre Geister noch immer miteinander Krieg führen. Jetzt haben wir auch noch Lea dabei, die wir beschützen müssen. Also noch schlimmer kann es ja wohl gar nicht werden, ey. Aber ob wir tatsächlich den überfluteten Tempel betreten können, ja? Und was es da so gibt, das werden wir erst das nächste Mal erfahren, wenn wir wieder eine Runde Diablo Nummer 3 zocken. Ich würde mich freuen, wenn ihr auch dann wieder dabei seid. Bis dann, Leute, und Tschüssikowski!